wieder Banana Joe 030. Ja, heute wieder ein Video über 200 Produkte von Kaio. Und zwar einmal die PNS 400, also das neue Design von der Pfeife. Ich habe sie in der Black Cracked Version bekommen. So sieht die Bowl aus. Ja, jetzt über die Cam sieht nicht wirklich nach schwarz aus, aber ist doch schon dunkel. Und unten sieht man halt so ganz viele Risse. Deswegen auch Black Cracked. Ich finde es ganz schick. Warum mir das Design gefällt. Ich finde es einfach schick, wenn es so schlicht ist und man den Rauch schön drin sieht. Ja, die Bowl ist gut verarbeitet. Hier ist so ein kleines Bläschen, sieht man glaube ich nicht. Hier sieht man nicht. Ja. Was wurde verändert an der Bowl? Oben wurde auch der Durchmesser vergrößert. Jetzt könnt ihr auch ohne Probleme einen kleinen Diffuser durchstecken. Ja, das Wasser spritzt auch nicht mehr in den Schlauch. Durch die Form der Bowl und einfach die Größe wurde halt verändert. Nicht wundern, hier ist ein bisschen was abgebrochen. Da bin ich selber schuld. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Die Bowl ist standfest. Der Durchmesser unten ist... Einen Moment. Also der Durchmesser unten beträgt 8,5 cm, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, die Pfeife steht sehr gut. Ist von der Größe her eh gedacht, zum alleine rauchen oder maximal mit einem Kumpel, mit einer Freundin. Oder mit eurer Katze, keine Ahnung, mit wem ihr raucht. Es gibt kranke Leute. Ja. Wie gesagt, ein Diffuser passt jetzt locker durch, ein kleiner. Wasser habe ich schon drin, werden wir gleich noch einen Kopf bauen. Ja. Dann halt. Ja, der Kopfadapter super verarbeitet wie immer. Nur ein bisschen nass, gerade ein bisschen gewaschen. So, sorry, da war noch ein bisschen Wasser drin. Ja. Auch die Rauchsäule sehr schön verarbeitet. Gibt keine Fehler. Wie auch beim alten Modell, der Durchmesser von dem Adapter ist größer als in anderen PN-Modellen. So, hier der Durchmesser nach. Rauchsäule und Schlauchadapter. Ja. Falls ihr jetzt den Unterschied nicht erkennt, einen Moment. So, der normale PN-Adapter und der PNS-Adapter. Und ja, so, Moment, kann man ganz gut erkennen, dass sie unterschiedliche Durchmesser haben. Bei dem PNS-Adapter habt ihr einfach einen noch besseren Durchzug, als er schon gegeben ist bei der PN. So. Und. Ja. Dann das Taucher, wie immer, sehr schön verarbeitet. Und was verbessert wurde, ist, das Gewinde ist im Taucher drin. Alles sehr schön geschnitten. Das heißt, es wurde nichts festgeklebt, nichts festgetackert. Es ist ein Stück. Und der Durchmesser wurde extrem vergrößert. Dadurch wurde der Durchmesser auch nochmal einen Tick verbessert. So, ja. Und halt der Kohleteller wie immer mit dabei, der Standard mit den paar Kreisen drin. Ist auch schon ein bisschen angelaufen. Stört mich aber nicht. So, das war die PNS. Zum Durchzug sage ich gleich noch etwas, wenn ich mir den Kopf gebaut habe. Und ja. Das zweite, was ich bekommen habe, ist ein neues Glasmundstück. Und zwar dieses hier. Es ist wahrscheinlich noch ein Prototyp, denn da habe ich nichts im Shop gesehen. Unten ist es geriffelt, dann wird es gerade. Ganz normales Kaio-Logo wie beim alten Mundstück. Dann hier so ein buntes Stück. Ja, mir gefällt jetzt nicht so unbedingt das bunte Stück, hätte jetzt weglassen können oder halt länger machen können. Also ja, die Form gefällt mir auf jeden Fall viel besser als die alte. Liegt auch sehr schön in der Hand. Zum Vergleich, ein Tick länger als das alte Stück. Ist jetzt halt eher ein längerer Schlauch, wenn ihr einen Film guckt oder so, ziemlich angenehm. Ja. Was hier auch noch verändert wurde, ist die Öffnung am Mundstück. So. Wurde auch um einiges vergrößert. Und somit habt ihr noch einen Tick besser. Sorry. Dadurch wurde der Durchzug nochmal verbessert am Schlauch. Und ja, ich mache mir jetzt einen Kopf, werde mit dem Schlauch und der PNS 400 rauchen. Ach ja, eins habe ich noch vergessen.
Ja, bei den ganzen neuen PNS-Modellen und bei den neuen PN-Designs, glaube ich auch, werden jetzt solche Köpfe mitgeliefert. Das sind Köpfe vom Powerball-Prinzip. Ich habe mit dem schon geraucht, der ist sehr gut. Und ja. Dazu bekommt ihr auch einen Standardschlauch. Und ja, bis später. So Leute, da bin ich wieder. Kopf ist angeraucht, wie ihr sehen könnt. Ja, wie schon vorhin gesagt, rauche ich mit dem neuen Kaya-Glasstück. Mundstück der PNS 400. Ein Vortex Bowl, halb voll. Wer es wissen will, ich rauche einfach Grape. Zwei Lagen von der Kaya-Alu, entspricht 3 bis 4 Lagen normale Alu und 3 Brikos. Ja. Zum Durchzug. Ihr habt jetzt wirklich keinen Widerstand mehr. Ich finde schon wieder ein bisschen zu krass. Ich rauche lieber mit einem Widerstand, ist doch angenehmer. Aber halt, ist mein Geschmack, ist jetzt nicht irgendwie was Negatives zur Pfeife oder zum Schlauch. Ja, zum Schlauch. Fand ich sehr schön, wie sich der Rauch drin sammelt. Und die Bow sieht auch sehr schick aus mit dem Rauch da drin. Wie gesagt, durch das neue Tauchrohr, wo der Durchmesser jetzt größer ist, was der Durchzug noch etwas verbessert. Wenn ihr auf sehr, sehr guten Durchzug steht, kauft euch neue PNS. Wenn euch die Bowl nicht gefällt, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall ist es eine gute Pfeife zu einem doch fairen Preis. Okay, die kleine PNS 400 kostet 15 Euro zurzeit bei Kaya. Ist für viele manchmal vielleicht ein bisschen viel für eine kleine Pfeife. Ja, ich würde auch vielleicht überlegen, wenn ich es mir kaufen würde. Ich hätte es natürlich geschenkt bekommen von Kaya, vielen Dank an dich. Aber wie gesagt, ist eine wirklich gute Pfeife. Und ja, ich finde sie auch schick von der Optik her. Gefällt mir besser als die alte. Und ja, besucht das Shisha-Freunde-Forum. Es wächst von Tag zu Tag, wird immer größer. Auf jeden Fall sehr nett. Und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein.